Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 293 von Simotrans. Ja, der Zug, der hier vor dem roten Signal steht, das jetzt gerade grün wird, der ist unser letztes Objekt gewesen, wo wir geschaut haben, dass die Zuckerpaletten jetzt transportiert werden. Da müssen wir nochmal ein Auge drauf haben, etwas später, aber jetzt wollen wir erst weiter gucken, dass wir weitere Fahrzeuge schauen, ob die effektiv fahren, und das machen wir nach dem Intro. Ja, schauen wir mal. Nee, das war falsch. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen hier hin. Und zwar in die Halteliste starten. Warten war schon richtig. Absteigend war auch richtig. Wir müssen mal hier beim Waldweg gucken, ne? Schauen wir mal. Ja, da sind einige Leute, die da hin und her müssen. Oder waren wir hier schon? Ne, hier waren wir schon. Das haben wir schon mal gemacht. Ich habe schon wieder WSD in der Hand, das ist auch schon auf jeden Fall falsch. Sonderhausenhirsch. Da waren wir jetzt. Sonderhausenhirsch wollte ich gar nicht. Waldweg wollte ich. Und das ist hier. So, jetzt aber. Gut. Waren wir hier schon? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir können hier auf jeden Fall rüber gucken, weil hier stehen auf jeden Fall genügend Leute. Hier müssen wir hier zur mittelalterlichen Kirche und Platingasse. Mittelalterliche ist da links, Platingasse ist da rechts. Das bedeutet, wir müssen hier nach einer Buslinie schauen. Also, ich habe noch was an, ne? Mach das bloß weg, ey. Hauptquartier 4, Teil der Stadt Döbeln. Habe ich so ein großes Hauptquartier schon? Pumuckl hat das mal gemalt. Okay, lassen wir so, ist halt so. Sieht so aus wie, ich weiß, wie das Rote Rathaus in Berlin oder sowas. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich könnte auch eine Feuerwache sein vom Turm her, ne? Ihr wisst das bestimmt besser und könnt mir das schreiben. Okay, dann lass uns mal gucken, dass wir hier die Platingasse und das mittelalterliche Rathaus hier im, da ist es. Lass uns mal schnell hier BASD auswählen nochmal. Hier sind natürlich zum Zurückfahren nicht so viele und Platingasse ist da. Zurückfahren sind auch nicht so viele. Warum jetzt so viele in die eine Richtung wollen, ist natürlich dann die Frage, ne? Ja, das bedeutet ja, hier muss ein Bus sein. Oder eine Linie, Verbindung. Flughafen. Schiffe ist klar. Straße ist Döbeln, Hafen, Markt, Döbeln, Südostwald. LKW Fisch, LKW Hafen, Fleisch. Stadtbusse sind die richtigen. Ja, bedeutet, dass wir da wahrscheinlich dann noch eine neue Linie zaubern müssen, ne? Anders geht das wohl nicht. Ja, Radolf Zell lässt grüßen, ne? Da. Und das ist schon ein Bus, der da steht. Ich schmeiß den mal gerade weg. Das wäre der gewesen. 52, okay, dann können wir das auch lassen, ne? Haben wir da noch einen oder was? Was ist das denn hier für einer? Ah ne, der da ist es. Wie viel hat der? 70 Passagiere bei 50 und der? Ne, dann lassen wir den nehmen. Fahrplan bauen. Der fährt hier vom Mittelalter, ne, das ist es nicht, der sieht fast so ähnlich aus, ist aber hier richtig. Der fährt von da nach da und fährt dann nach da und dann nach da. Und das ist eine neue Linie. Das ist Stadtbus Döbeln Zentrum, würde ich jetzt mal sagen, ne? Schuss, Schuss. Ende, hat er angenommen. Können wir nochmal kopieren, dann ist der weg. Und dann lass die beide starten. Und dann muss diese Summe hier runterkommen, ne? Ist klar. Was standen denn da jetzt im Hirschweg? Also die werden definitiv dann ein bisschen runtergefahren, in der Hoffnung, dass es reicht. Döbel, norddeutsche alte Zuckerfabrik. 427 Passagiere. Wo finde ich die alte Zuckerfabrik? Hier. Sind auch schon reichlich, ne?
Vielleicht entlastet sich das mit der Zeit. Das lassen wir erstmal so stehen und schauen weiter. Wieder die Liste gerufen. Lotto bei der Schmiede ist hier. Klosterstraße ist da. Von da nach da. Ach so, das ist schon die Klosterstraße. Ich wollte den Bus gerade haben, der da fährt. Durchgangsverkehr, Floto. Wo hält denn der an? Floto, Allachstraße. Warte mal, dann können wir diesen halt mal gerade zumachen und den auch einmal kurz. Ach so, der fährt zum Bahnhof, ne? Ja. Das ist der, der die Leute zum Bahnhof bringt, alles klar. Das würde ich sagen, ist dann so, dass wir hier... Der ist es ja jetzt nicht. Jetzt brauchen wir hier also noch ein Fahrzeug. Hier war der... Ich habe beinahe gesagt Lokschuppen, aber ist ja kein Lokschuppen. Hier der und dann Fahrplan. Wo ist die Klosterstraße? Königsweg? Wo ist jetzt die Klosterstraße? Wir sind hier in Waldeck und nicht in Floto, alles klar. Komme ich da so hin? Ja. Also dann müssen wir von da zum... Wo wollten die denn alle hin? Da muss ich nochmal gucken. Ach so, da ist ja auch der Bahn, der Hafen gleichzeitig, ne? Warum geht das jetzt nicht so, wie ich das will? Weil ich hier aufmachen muss, ne? Das war falsch, kannst du schon mal löschen. Okay, dann können wir das gerade mal schließen. Lass uns erstmal so. Weil jetzt muss ich da erst draufklicken, damit ich sehe. Zur Klosterstraße wollen die. So. Von der Moras zur Klosterstraße. Die ist hier. Das ist nur ein Dingens weiter. Ganz einfach, ne? So, hier nochmal der Fahrplan. Von da nach da. Mehr muss der nicht. Das muss eine neue Linie und das muss ein Stadtbus. Floto. Zentrum ist das. Ja. Haben wir. War ein paar tausend mehr, ne? Das heißt, auch drei Busse mehr sozusagen. Ah. Hat gut geklappt. Wir müssen natürlich auch starten, ne? Start, Start, Start. So, damit haben wir den Halt auch aufgearbeitet. Jetzt haben wir hier die Passagiere warten. Da war doch unten, ne? Radaufzähler, genau. Das ist aber nicht, das ist alles erstmal so gut. Das lassen wir so. Ist keine Zahlen hier unten. Die Zahlen haben wir schon, die Paletten bearbeitet. Südfrüchte und Marktplatz wäre jetzt noch interessant. Die werden hier mit dem LKW abgeholt, oder? Getreidehof, Markt. Das sind die, die auch voll sind. Die stehen auch gerade im Stau, wie wir sehen. Das ist also ganz schlecht. Weil hier sollte gar kein Stau sein. Wo ist hier das Problem? Kannst du das erstmal wieder zumachen? Das machen wir auch zu. Die schönen schon brav an hier. Spiel ist aber nicht in der Pause, ne? Nein, Leute laufen noch. Irgendwo hat es jetzt wen dahingerafft, dass nicht geht. Ach, die warten wahrscheinlich schon nach da. Und dann geht's da nicht weiter. Super, oder? Na, das ist ja super.
Was bedeutet das für uns? Hier ist die Warteschlange so riesengroß, dass das der Kreisverkehr zu ist, ne? Na, das ist ja super. So, der muss erstmal noch wegfahren, damit das vielleicht einen Aufrücker gibt. Wenn der Aufrücker gibt, könnte vielleicht der Stau weggehen, oder? Jetzt fährt der Bus weiter, dann fährt der LKW weiter. Ja. War gut gedacht hier mit dem Reinfahren, ne? Aber hat es irgendwie nicht so gebracht. Fahr den auch nochmal weg. Vielleicht klappt es ja dann. Aber die werden noch hier weiter nachrücken. Und die werden auch noch nachrücken. Also funktioniert das hier gar nicht. Tja. Kann man da was bauen? Nicht wirklich, ne? Eine Ampel. Die habe ich noch nie gesehen. Die ist aber neu, ne? Die habe ich ja noch nie gesehen, die Ampel. Dann bauen wir da doch auch eine hin, oder? Funktioniert die auch richtig? Das ist die Frage, ne? Was sind das denn hier für zwei? Habt ihr gesehen? Ein krasser Grafikbug. Die haben mal den Stahlträger über der Schulter. Keine Ahnung, was das ist. So, jetzt drehen wir gerade die Karte, weil jetzt will ich wissen, die Ampel da zu sehen ist auf allen vier Seiten, ist wohl so, ne? Ja, ist wohl auf allen Seiten zu sehen, okay. Gut, aber das hat mir jetzt nicht weitergebracht mit der Ampel, oder doch? So, das bedeutet, ich muss mal hier noch welche nach Hause schicken. Den Getreidehof schicken wir jetzt mal nach Hause. Habe ich hier schon eine Ampel gebaut? Nein, dann baue ich da auch noch schnell eine hin. Vielleicht hilft das ja in irgendeiner Form. Dann kann da auch noch eine Ampel hin. So, der hat jetzt gerade rot. Jetzt wird der grün, dann fährt der da rein. Aber das entlastet uns in der Strecke nicht. Hier bräuchte man sowas wie ein Zwei-Block-Signal, ne? Aber das funktioniert ja nun mal nicht auf der Straße. Warte auf freie Strecke. Das bedeutet, wir werden diese Strecke mal hier noch lang ziehen und gucken, ob das einen Erfolg bringt. Und dann müssen wir da mal was wegreißen. Geht nicht, weil da ein Fahrzeug ist, war klar, ne? Vielleicht machen wir da eine Einbahnstraße gerade draus. Vielleicht geht das. Hier kann kein Signal aufgestellt werden. Ja. So, der kriegt den Fahrplan, den muss ich schnell da wegschicken und muss dann fürchterlich schnell die Straße da wegbauen.
Jetzt fährt er noch nicht mal weg hier. Ist ja noch geiler, oder? Döbeln-Waldwick-Hafen ist halt auch nicht da lang, ne? Der fährt auf jeden Fall woanders lang. Oder will es auf jeden Fall tun. Ich krieg hier aber jetzt nichts abgerissen. Stehen einfach zu viele Fahrzeuge. So. Vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Ja, die Straße geht nur geradeaus. Das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir die Straßenbahn. Mit ihren Gleisen. Wir müssen es wieder hier reparieren. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt brauchen wir noch Oberleitung. Das haben wir, glaube ich, auch geschafft. Jetzt ist die Frage, ob das so reicht. Die Fahrzeuge drehen, bewegen sich erstmal alle, das ist schon mal gut. Hier wird weiter aufgerückt, da ist natürlich jetzt die Ampelgeschichte doof. Jetzt fahren die hier wieder. Jetzt fährt der. Er rückt auf. Der Bus fährt. Der Bus ist aus dem Kreis raus sozusagen. Das ist wichtig gewesen. Aber hier sieht es immer noch so aus, als ob das nicht klappt. Ja, was bedeutet das? Es bedeutet, dass hier definitiv zu viele Fahrzeuge anliefern, die definitiv mit dem Zug oder sowas kommen müssten. Jetzt wird es hier zwar frei, aber der fährt nicht weg. Kommt da so noch dieser Milchkannen-Express sogar eher, oder was? Boah, kann es jetzt nicht sein, ne? Jetzt kommt noch der, aber der hier, der fährt überhaupt nicht raus. Ja, dann musst du wieder zur Klosterbrauerei fahren, kann ich auch nicht ändern gerade. Vielleicht klappt es ja dann, aber sieht auch danach aus, dass jetzt wieder er wieder nicht mehr fährt, weil die anderen schon alle gefahren sind. Lass den mal hier unten jetzt offen. Fährt der nochmal zurück. Steht der nächste da. Fährt der auch zurück. Der Milchkannen-Espress fährt, glaube ich, geradeaus weiter, oder? Nee, der will hier auch rein. Der will auch zum Markt. Dann fahren wir wieder zurück nach Döbeln. Jetzt ist der erste Mal rausgefahren, ne? Jetzt geht's vielleicht, weil der fährt rechts rum und der wird auch rechts rum fahren. Vielleicht haben wir jetzt diese Wahnsinnsschlange aufgeräumt. Lass den nicht auch noch links abbiegen, ne? Aber die Postkutschen fahren auch woanders lang, das ist schon mal gut. Jetzt müsste der doch aber fahren können, oder? Warte auf freie Strecke, ist doch frei, ja, los, fahr jetzt. So, jetzt rücken die hier auch weiter auf. Warum er jetzt nicht fährt, weiß ich nicht. Na, die Ampelanlage ist hier mir so ein bisschen schleierhaft jetzt gerade, ne? Auf jeden Fall hat das jetzt hier geräumt, diese Strecke. Jetzt hält er wieder an. Es ist doch noch grün da, oder sehe ich das falsch? Auf was wartet der? Ach, da steht einer, alles klar.
Deswegen konnte der nicht fahren, weil hier da einer der LKW noch hinterstand, okay. Äußerst kompliziert. Äußerst kompliziert. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Warteportion hinter, glaube. Es könnte also klappen, dass es jetzt mit dieser längeren Schleife hier funktioniert. Die müssten mal hier die Ampeln synchron schalten, ne, dass das passt. Jetzt steht der nächste da. Ne, jetzt klappt es noch gerade so. Kommt die Ampel jetzt rum? Ich glaube, die Ampeln sind nur hinderlich. Jetzt fährt der endlich. Schaffen da auch mal, nein, schaffen nicht zwei rum, weil diese Ampel gleich wieder da ist. Irgendwo mit so einer Ampel abreißen. Jetzt pass auf, die Ampel kommt als erstes weg, ne? Doch, geht. Jetzt haben wir die Schlange gleich schon wieder hier. Jetzt fahrt doch mal da, macht doch mal einer da grün. Jetzt muss mehr wie einer da durchfahren. Bis der aber da in Quark kommt mit seiner Milch oder dann. Ah, jetzt steht er da. Warum steht er da jetzt? Na komm, fahr auch noch rum. Ach, er will da wahrscheinlich auch noch links abbiegen. Und das hat schon wieder nicht mehr geklappt hier, ne? Stehen sie schon wieder lange in der Schlange. Ja, es ist nicht so toll hier gerade, würde ich sagen. Ja, wird das noch was oder wird das nichts mehr? Jetzt rücken sie hier auf. Jetzt pass auf, der biegt wieder nicht links ab, weil der dann davor ist. Wetten? Ja, jetzt kommt hier noch einer reingefahren, dann war's das. Hat wieder nicht geklappt. Dreht er um oder bleibt er stehen? Er bleibt stehen. Kannst du den nur wieder umdrehen lassen? Der ist dann auf jeden Fall weg. Und den, wenn das auch ein Norddeutscher ist, dann. Ach, vielleicht fährt er zu Klosterbrei, aber auch weg. Macht er auch gut. Ja, jetzt stehen sie hier wieder Schlange, ne? Weil diese doofe Ampel das gerade kaputt gemacht hat, oder? Jetzt fährt der LKW zum Glück raus. Der fährt jetzt wenigstens rechts rum. Ich hoffe, der zweite fährt auch noch rechts rum. Nein, der wartet, weil der doofe Bus da im Weg steht. Jetzt fährt er aber zum Glück noch. Es kommt ins Rollen, glaube. Nur wie lange? Der Milchkannen-LKW, der muss doch nach rechts, oder? Warum fährt er nicht nach rechts? Jetzt kommen da die neuesten von der Klosterbrauerei. Die fahren zum Glück schon weg, aber er will links wetten. Links geht gerade nicht. Nein, hat wieder nicht geklappt, glaube ich. Oder? So, jetzt steht da, aber der blöde Bus ist hier noch eine Ampel, dann fliegt die Ampel da auch noch weg. Die braucht da nicht stehen. Ja, da war einer. Die ist jetzt auf jeden Fall weg. Ist die Frage, ob hier noch, ob überhaupt Ampeln Sinn machen. Ich schmeiß so viele wie möglich weg. Erst gebaut. Die macht hier vielleicht noch Sinn. Schauen wir mal. Oh, nur ein Container, nicht nur eine Palette. Ja, hier stehen sie schon wieder und der will jetzt bestimmt links. Funktioniert wieder nicht. Wenn er, nee, kommt noch nicht mal vor dem
Postwagen daher und das hat wieder nicht geklappt jetzt hier, oder? Obwohl die Post fährt ja weiter, aber der fährt jetzt links. Nee, der fährt auch weiter zum Glück. Dann klappt's jetzt gerade. Dann klappt's jetzt gerade. Läuft's jetzt? Könnte sein. Jetzt kommen hier wieder zwei zurück, die Schlange blockieren. Ah, der ist auch noch weggefahren zum Glück. Vielleicht läuft's jetzt. Steht da ein LKW, der nicht wegkommt, oder was? Ach, weil rot ist. Jetzt fährt der. Ja, der fährt auch. Also die Ampel macht singen wegen den Linksabbiegern, ne? Jetzt ist der noch gerade rot geworden, ne? Jetzt was? Der Linksabbieger fährt. Es könnte sein, dass es klappt. Er will jetzt links. Das wird zum Problem. Obwohl, er rückt vor, könnte klappen. Der fährt glaube ich geradeaus weiter. Ja. Der hat da abgeliefert, das ist sehr schön. Und der will hier links rein. Und da kommen sie schon wieder von da. Ah, der fährt sogar vor dem Bus noch. Ja, schwieriges Unterfangen. Müssen wir nächstes Mal nochmal reingucken, genauso wie wir nochmal nach dem Palettenzug gucken müssen. Aber wir machen erst hier einen Cut, hat schon lange genug gedauert. Ich bedanke mich erst recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr Kommentare habt, dann schreibt ihr rein. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne, ne, wisst ihr schon. Und genauso gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.